Am 4. September hätte er seinen 198. Geburtstag. Komponist Anton Bruckner. Der gebürtige Ansfeldner prägt Oberösterreich nach wie vor. Alleine mit dem Brucknerhaus in Linz wird klar, welche Bedeutung er für Linz hatte und immer noch hat. Dass ihm da ein ganzes Festival gewidmet wird, Ehrensache. Dieses Mainstream ist eine Sache, kann man ruhig machen. Wir machen das in verschiedensten unter dem jährigen Programm natürlich auch. Aber hier im Brucknerfest ist es ganz etwas Spezielles, wo man sagt, da muss man hin, was einen Sinn hat, wo man es noch nicht so gehört hat. Also so habe ich es noch nicht gehört, ist, glaube ich, unser Motto in die Vision hinein, wo ich, glaube ich, viele neugierige, viele spannende Momente für das Publikum schaffen werde. Visionen, Bruckner und die Moderne. Das will das diesjährige internationale Brucknerfest zeigen. Insgesamt 33 Veranstaltungen gibt es zwischen 4. September und 11. Oktober. Nach außen ist das für eine 210.000 Einwohnerstadt ein unheimlich dichtes Angebot, ein internationales, das auch in Hamburg oder in Frankfurt sein könnte. Und das sind schon Städte, die sind eine Spur größer als Linz und auch weltweit bekannter. Und deswegen, glaube ich, hilft das mit, unser Image einer offenen, auch einer coolen Stadt, einer Stadt der Kultur zu sein und nicht nur das Industriezentrum Österreichs. Konzerte, Zusammenarbeit mit der Linzer Kunstuni oder auch eine Fotoausstellung der in New York lebenden Fotografin Helga Traxler aus dem Mühlviertel. Das internationale Brucknerfest zeigt sich frischer denn je. Ich glaube, das Brucknerfest ist einer jener Dinge, die uns international immer bekannter machen. Und das ist ganz wichtig, dass das nicht nur von der Politik gefördert wird, das zu unterstützen, sondern dass wir da alle gemeinsam zusammenhelfen. Da ist Raiffeisen dafür prädestiniert. Wer die Eröffnungsrede halten wird, das wurde bei der Programmpräsentation noch nicht verraten. Aber fest steht, auch Anton Bruckners 198. Geburtstag feiert die Landeshauptstadt mit dem Start des internationalen Brucknerfests.